Basiskurs Optionsstrategie. 63 Videos rund um den Optionshandel. Für 5 Euro exklusiv und nur online verfügbar. Komm in mein Team und werde ein erfolgreicher Optionsstratege. Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und heute geht es um die drei besten Strategien, um meine drei besten Strategien, um von einem Crash zu profitieren. Letzte Woche hatte ich ja euch schon in einem Video gezeigt, dass 2009 mein bestes Jahr war und ich hatte euch auch so ein bisschen gezeigt, was habe ich denn damals gemacht. Und da haben natürlich viele dann auch gefragt, Mensch, was würdest du denn jetzt anders machen? Ne? Und ich will euch mal heute drei Dinge zeigen, die ich auf jeden Fall machen würde. Man muss eines mal noch dazu sagen, 2009 war ja, oder 2008 besser gesagt, war ja ein ganz besonderes Jahr, weil es ja aufgrund dieser Liquiditätskrise zu Wohleanstiegen in nahezu allen Märkten käme oder gekommen ist, besser gesagt. Jetzt, wenn wir jetzt mal wieder einen Crash erwarten, ich persönlich erwarte keinen Crash, aber ich bin halt darauf vorbereitet. Wenn es jetzt mal wieder so käme, ne, dann gehe ich mal davon aus, dass das erstmal nur in den Finanzmärkten passieren würde. Deswegen lasse ich mal alles, was ich in meinem letzten Mal beschrieben habe, ne, also irgendwas auf Öl und so weiter, Gold, das lasse ich erstmal alles weg, sondern wir reden heute mal nur über Strategien, die den Aktienmarkt betreffen. Und eines muss ich auch noch sagen, viele fragen sich ja immer, naja, kann man nicht vom Crash direkt profitieren, ne? Kann man sich hedgen, kann man mit dem Crash mitspekulieren und so weiter. Das mag sicherlich sein, aber es ist natürlich immer so, dass man dann versucht, von etwas zu profitieren, was kommt. Wenn wir dagegen warten, dass ein Crash da ist, ne, dann haben wir ein Ereignis, das ist passiert mit all seinen Folgen und dann können wir im Anschluss darauf agieren. Das ist viel leichter, als zu sagen, ich erwarte jetzt einen Crash und jetzt mache ich das oder jenes. So, angenommen, es kommt wieder ein Crash am Finanzmarkt, ne, da wisst ihr alle, Volatilitäten gehen hoch und so weiter. Was würde ich ganz Konkretes machen? Bei mir sind es drei Dinge, die ich machen würde. Und zwar Nummer eins: Volatilität direkt verkaufen. Ne? Ihr wisst, es gibt verschiedene Volatilitätsprodukte, wie beispielsweise den VXX oder den SVXY, den UVXY. Und ich würde in den Long-Vola-Produkten, ne, also VXX und UVXY, die würde ich direkt verkaufen. Das heißt, ich würde direkt losgehen und würde sagen, ich verkaufe den VXX direkt, ich verkaufe den UVXY direkt und ich verkaufe auch Call-Optionen auf das Ganze. Wenn wir uns hier mal dieses Bild anschauen, das ist mal als Beispiel der VXX ungesplittet. Ne? Ihr wisst, da gibt es immer diese Resplits, jetzt mal ungesplittet. Und da seht ihr hier ja auch diese Anstiege. Und das heißt, wenn so etwas passiert, ne, wenn der also 100-200% steigen würde, na klar, dann würde ich losgehen und würde den verkaufen. Und zwar mit möglichst langlaufenden Optionen. Ne? Also das ist hier eine Besonderheit. Ich würde möglichst langlaufende Optionen verkaufen und ich würde auch versuchen, diese Dinge direkt short zu gehen. Ne? Also einfach Leerverkäufe zu machen, wenn es geht. Ihr kennt das ja, ne? Auf der einen Seite geht er nach oben, dann geht er wieder runter. Das Shortgehen würde ich versuchen, direkt, wenn er wieder runter geht, zu machen, also auf der Seite. Also ich würde als erstes direkt Volatilität verkaufen. Ganz, ganz wichtiger Punkt. So, zweiter Punkt, was würde ich noch machen? Ich würde Indizes mir anschauen, also zum Beispiel den S&P oder den DAX oder den Nasdaq oder wo es halt gerappelt hat und würde dann darauf Puts verkaufen. Wenn wir uns hier mal dieses Bild anschauen, auch das mal aus der Vergangenheit, ganz klar, ne, dann seht ihr ja, die Chartbilder, die sehen natürlich nicht gut aus. Ne? Also ja, das heißt, wir haben ja keinen, die Märkte sehen in so einem Moment natürlich schwach aus, aber ihr seht es auch dann unten im Chart, die Volatilität ist natürlich unheimlich angestiegen. Und das heißt, ich würde jetzt hier auf die Panikzeichen achten. Die Panikzeichen, ne, die findet ihr hier auch im Kanal. Also einfach mal oben suchen, Optionsstrategien plus Panikzeichen, dann findet ihr diese Serie und dann könnt ihr euch das nochmal anschauen. Und wenn das auftritt, ne, dann würde ich losgehen und würde wirklich Put-Optionen verkaufen auf die Indizes. Aber, und das ist jetzt hier ein Unterschied zu den direkten Volatilitätstrade, hier würde ich mischen von den Laufzeiten. Auf der einen Seite würde ich hergehen und würde sehr kurzlaufende Optionen machen, also Weeklies zum Beispiel. Warum? Weil die kannst du dann immer noch problemlos rollen. Also das heißt, ich würde beim Auftreten dieser Panikzeichen sofort
kurzlaufende Optionen verkaufen, mit einer Woche, mit 2 Wochen Restlaufzeit, die dann relativ teuer sind. Aber wenn sich das Ganze doch noch ein bisschen fortsetzt, naja, dann kannst du die halt gut rollen. Wenn ich dann aber zu der Gewissheit käme, weil Kauftage reinkommen und weil man einfach sieht, jawohl, jetzt ist ein Boden drin, ne, dann würde ich auch sehr langlaufende Optionen verkaufen, sogenannte Leaps-Optionen. Ne? Alles, was der Markt dahergibt. Das heißt also 2, 3 Jahre, was es da gibt, die DAX-Optionen zum Beispiel, deswegen würde ich den zwingend mit reinnehmen. DAX-Optionen sind ja viel länger handelbar als beispielsweise S&P-Optionen. Das heißt, da würde ich möglichst lange langlaufende Optionen verkaufen. Leicht aus dem Geld, jetzt vielleicht mit so einem Delta 20 oder irgend sowas, ne, würde ich dann verkaufen. Du kriegst eine sehr, sehr hohe Prämie durch den Zeitwert und die sind natürlich auch durch den Anstieg der Volatilität ist natürlich das Vega auch wahnsinnig angesprungen. Die sind sehr teuer und deswegen würde ich hier eben auch langfristige verkaufen und wie gesagt, am Anfang so ein bisschen als kleiner erster Zock würde ich die kurz laufen machen. So. Jetzt haben wir gesagt, okay, jetzt sehen ja hier die Chartbilder nicht so toll aus, ne? Wo finden wir aber gute Chartbilder? Und da würde ich natürlich zu Aktien gehen und würde sagen, okay, wenn jetzt der Markt gecrashed hat, wenn es jetzt runtergegangen ist, dann werden natürlich auch viele Aktien mit runtergegangen sein. Aber hier würde ich dann sofort suchen nach Aktien, die besonders stark ausschauen. Und da wir ja nicht wissen, welche das in der Zukunft sein werden, zeige ich euch mal was aus der Vergangenheit. Und zwar, wir schauen uns mal an den August 2015. Und ihr habt hier mal den Vergleich zwischen einer damals sehr, sehr starken Aktie und dem S&P. Unten findet ihr den S&P 500, oben im Chart findet ihr Nvidia, ne, dieser Chip-Hersteller. Eine sehr, sehr tolle Aktie, aber ihr seht hier sicherlich, dass diese Aktie in diesem Flash Crash, ETF Flash Crash, den wir damals hatten, im August 2015 sogar mehr als der Markt gefallen ist. Ne? Und das ist etwas, was ihr euch merken müsst, dass auch diese sehr starken Aktien, es gibt zwei Möglichkeiten, was eine super starke Aktie machen kann. Nummer eins, sie hält sich wahnsinnig stabil. Das ist aber ehrlich gesagt selten. Ne? Es gibt auch solche Aktien, aber das ist sehr, sehr selten. Es gibt aber wahnsinnig starke Aktien, die aber dann in so einem Moment natürlich auch schnell verkauft werden, deswegen manchmal sogar ein bisschen mehr fallen. Das heißt, wenn so eine Aktie, die vorher super lief, in so einem Crash etwas mehr fällt, ne, dann ist das überhaupt kein Problem, sondern ihr müsst dann beobachten, was machen die jetzt. Und wenn wir uns jetzt den nächsten Chart anschauen, dann seht ihr, der S&P hat ein Jahr gebraucht, um nach diesem Crash wieder auf seine alten Hochs zu kommen. Im selben Zeitraum war eben diese Nvidia beispielsweise schon 160% gegenüber ihrem Allzeithoch gestiegen. Das heißt, hier würde ich ganz klar hergehen und würde sagen, okay, ich schaue mir einfach an, wo diese Aktien zum ersten Mal wieder Kaufsignale machen. Und ich zeige euch auch noch eine nächste Aktie, da war es nämlich noch extremer, das war damals Facebook. Damals noch gar nicht so lange an der Börse, unheimlich gesucht. Und ihr seht auch, wie die im Crash unten schon umgekehrt hat. Ne? Also wie die ganz schnell schon wieder nach oben kam. Und die hat schon, glaube ich, 10 Wochen später neue 52-Wochen-Hochs gemacht. Das heißt, ich würde bei den Aktien hier hergehen und würde sagen, okay, welche Aktien überwinden denn als allererstes wieder zum Beispiel den Weekly 21er Moving Average? Welche schaffen es denn neue 52-Wochen-Hochs zu machen? Und dann würde ich Puts auf diese Aktien verkaufen. Da würde ich auch nicht auf die IVR schauen. Ne? Also wenn die wird wahrscheinlich dann schon wieder runtergegangen sein, unter 40, weil ja dieser Crash die IVR enorm oder die Volatilität enorm nach oben geschoben hat. Das heißt, dann spielt die IVR keine Rolle mehr, sondern dann würde ich einfach schauen, was sind die wirklich starken Aktien, die schnell wiederkommen, die sofort wieder in den Aufwärtstrend gehen, die wieder gesucht werden, wo die alle, die rausgegangen sind, die ganzen Momentum-Player, wo die wieder reingehen. Ne? Aktuell wäre das vielleicht sowas wie eine Apple, könnte ich mir vorstellen. Und wahrscheinlich auch eine Amazon oder eine Google. Aber wie gesagt, wir wissen es nicht, deswegen müssen wir dann hinschauen, wenn es passiert. Und sobald da konstruktive Chartbilder entstehen, ja, dann würde ich sofort Put-Optionen mit den ganz normalen Regeln auf diese Aktien verkaufen. Und das wäre quasi so das dritte Standbein dieser Nach-Crash-Strategie. Ist eigentlich keine Crash-Strategie, sondern eine Nach-Crash-Strategie. Ne? Also, als allererstes Volatilität direkt verkaufen, hat meist den Vorteil, bringt super Prämien bei geringen Margin-Anforderungen. Zweitens, du verkaufst Puts auf den S&P oder auf den DAX oder auf den Nasdaq.
ganz kurzfristig als Zock oder aber ganz langfristig. Je länger du übrigens auch verkaufst, umso geringer auch hier die Margin. Und drittens, konstruktive Aktienbilder suchen, also die Aktien, die sofort wieder stark werden und auf die dann wieder Puts verkaufen. Nach diesen drei Dingen würde ich suchen und das wäre mein Schlachtplan. Oder das heißt, was wäre? Das ist mein Schlachtplan, wenn es mal wieder runterkommt. Wir wissen alle, über kurz oder lang wird es mal wieder runterkommen. Ob das jetzt 10% sind, ob das 20% sind, wir wissen es alle nicht, aber es wird passieren. Das ist so sicherlich wie das Amen in der Kirche. Und dann bin ich aber vorbereitet und dann werde ich mit Sicherheit auch wieder eine gute Zeit danach haben. Und deswegen müsst ihr euch im Vorfeld einfach damit beschäftigen, damit ihr dann auch wirklich quasi im Crash schon schauen könnt, okay, was kann ich machen? Dann jeden Tag die Aktien beobachten, welche sind gut, welche sind schlecht, was macht die Wohler, ne? Dass ihr dann wirklich mit geladener Pistole, mit dem Finger am Abzug da sitzt und dann, wenn alle in Panik wegrennen, dass ihr dann schießen könnt, sagen, so, jetzt greife ich ein und jetzt hole ich mir mein Geld. Ich bin gespannt, ob ihr auch solche Überlegungen habt. Falls ja, dann schreibt mir das mal in die Kommentare. Würdet ihr vielleicht noch andere Dinge machen? Ja? Habt ihr noch andere Ideen? Auch das schreibt mir bitte in die Kommentare. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Video. Euch bis dahin alles Gute, viel Erfolg. Drücken mal die Daumen, dass der Crash vielleicht nicht so schnell kommt. Aber wenn er kommt, wir sind vorbereitet. In diesem Sinne, euch alles Gute, macht's gut. Ciao, ciao.